insgesamt 23. Business Run, 7. Mal für Hartlauer. Wie geht's Ihnen? Ja, also jetzt leicht angespannt noch, weil noch ein paar Leute fehlen, aber grundsätzlich sind die meisten jetzt da. Mir geht es immer besser. Fakt ist, dass wir, so wie Sie sagen, mit einem Rekordstarterfeld starten heuer. Mit über 170 Läuferinnen und Läufer. Es sind über 32.000 Läuferinnen und Läufer überhaupt am Start. Also ein wirklich tolles Event. Und wenn Löwen reisen, das Wetter passt auch wieder. Ja. Das größte Hartlauer-Zelt, was wir je gehabt haben? Ja, auch da haben Sie recht. Auch da haben wir uns von einem auf zwei, auf drei. Und jetzt brauchen wir mittlerweile vier. Und ich merke aber eigentlich schon, dass es sehr, sehr eng wird. Also wurscht, ob das die Umkleidekabine sind, das Catering, der DJ kann sich nicht mehr bewegen. Aber grundsätzlich rucken wir zusammen, haben sehr viel Spaß. Und heute bin nicht der rosarote Panther, sondern der rosarote Löwe. Es ist ein Come-Together. Es ist eines der wichtigsten und schönsten Hartlauer-Veranstaltungen im Jahr. Auf was freuen Sie sich heute besonders? Also ich habe mich jetzt schon sehr, sehr gefreut, wie viele wunderbare Kolleginnen und Kollegen, die ich da heute schon begrüßen habe dürfen. Fakt ist, dass es auch mir persönlich gut tut, wenn ich höre, der eine sagt, ich habe nicht trainiert, der andere sagt, nein, ich bin auch nicht dazugekommen. Sag ich, dann sind wir alle im selben Club. Es geht darum, dass wir alle dabei sind, dass wir heute viel Spaß haben, dass wir ohne Verletzungen durchkommen. Davon gehe ich jetzt einmal aus. Und dass wir nachher, so wie jedes Jahr, die Party-Kings sind. Und ich habe mit Gerhard Wehr gesprochen. Der Gerhard Wehr ist der hauptverantwortliche Veranstalter hier, der gesagt hat, weißt du, Horst, das ist super, dass ihr dabei seid. Nur mein Problem ist, dass alle neben euch positioniert werden wollen, weil danach das legendär ist, mit euch zu feiern, so wie es der Robert Hartlauer immer sagt. Wir arbeiten viel, aber wir können auch gut und hart feiern. Herzlich willkommen beim Business Run, Herr Arbeiter. Auf was freuen Sie sich heute denn am meisten bei dieser wunderbaren Veranstaltung? Also zunächst einmal gesund und sicher, wenn wir über die Runde kommen und bei diesen, sage ich jetzt einmal, sommerlich herrlichen Temperaturen alle gesund und heil über die Strecke kommen und dann genau dieses gemeinsame Gefühl miteinander teilen. Also das ist das, auf was ich mich am meisten freue, und das ist auch das, neben der Anstrengung, was wir alle im Unternehmen ganz gut können, auch das Feiern, wenn man dann zusammenkommt und sich einfach miteinander gespielt, feiert, zusammenkommt, Freude hat, Spaß hat, das ist das, auf was ich mir am meisten freue. Was ist so also Ihr geheimer Löwentipp? Wie bereitet man sich auch am besten vor? Und wenn man die Veranstaltung in einem Wort zusammenfassen müsste, welches wäre das? Also wenn man sie zusammenfassen müsste, ist es einmal einzigartig, das ist es definitiv, vom Flair, vom Ort, vom Zusammenkommen, von dem Spirit, der da ist, einzigartig. Und was würde ich als Tipp geben? Auf der einen Seite ist es natürlich immer gut, wenn man sich vorbereitet drauf, wenn man ein bisschen was macht. Aber was aus meiner Sicht viel, viel wichtiger ist, ist, wenn man da ist, dass man sich Zeit lässt, dass man nicht versucht, die Welt zu zerreißen, wenn man da ist, sondern einfach schaut, dass man sicher und gesund über die Strecke kommt. Es sind 40.000 Läufer da, es ist jeder unterschiedlich konditioniert. Goldmedaillen gibt es keine zu gewinnen, also das Wichtigste ist ein Tempo gehen, das für einen selber angenehm ist, oder laufen, das für jemanden selber angenehm ist, und schauen, dass man gesund und gut über die Runden kommt, im wahrsten Sinn des Wortes. Mein Name ist Gerhard Wehr, ich bin der Organisationschef und Veranstalter des 23. Wien Energie Business Runs. Herr Wehr, wir freuen uns irrsinnig, dass wir heuer wieder dabei sein dürfen. Hartlauer ist, glaube ich, insgesamt zum 7. Mal dabei. 171 Löwinnen und Löwen sind am Start. Auf was freuen Sie sich als Organisator heute am meisten? Ja, Servus Gerhard, schön, dass du da bist. Hallo. Schön, dass du da bist. Genau, ja, weißt du, aber, genau, Gott, hallo? Genau über sowas freue ich mich. Ja. Gut gelaunte Kunden, gut gelaunte Läufer. Und danke für die wunderbare Veranstaltung. Ich freue mich jetzt schon, und du hast, glaube ich, auch ein Rekordjahr. Wir haben Rekordteilnehmerzahlen und du rennst schon mit über 32.000 heuer. Ich meine, das ist schon, also Gratulation. Ja. Ja, danke vielmals. Aber es lebt, wie gesagt, von treuen Kunden und treuen Partnern, die immer wieder dabei sind mit ihrer Community. Ich allein mache es ja nicht, es sind ja noch einige andere. Aber ja, ist schon ein großes Kino. Wir kommen sehr gerne. Dankeschön. Das freut mich. Danke. Dankeschön. Ciao, danke. Ciao.
Jacqueline, du bist ja nicht zum ersten Mal beim Business Run. Auf was freust du dich denn heute besonders? Auf die Stimmung, auf die sehr gute Stimmung, wenn wir dann losstarten und natürlich auf die Afterparty. Gut trainiert? Nein. Du hast da ein, ich weiß nicht, wie man dazu sagen soll, Pappkameraden klingt jetzt blöd, aber was hat es denn damit auf sich? Beim Business Run gibt es immer Dreierteams, die dann gemeinsam eben laufen. Und unser dritter Kollege kann heute leider nicht mitlaufen und jetzt haben wir solche Schilder gebastelt und wir nehmen ihn dann so mit. Wie heißt denn euer Teamname, falls ihr den wisst? Und wie habt ihr euch denn vorbereitet auf den heutigen Lauf? Was ist so das Geheimtipp? Also wie, als Routinees, wie startet man da am besten durch? Also wir sind die Crazy bei Hofners. Vorbereitet. Wir sind ein bisschen am Berg gegangen. Weniger laufen, aber mehr am Berg gegangen. Das ist mehr in unserer Stärken. Aber wir werden das heute schon schaffen. Für alle, die vielleicht das erste Mal dann teilnehmen wollen, wie bereitet sie mich, ihr euch so vor, weil ihr seid, glaube ich, eines der motiviertesten Teams, die ich kenne? Es macht irrsinnig viel Spaß, die Leute sind super. Also, dabei sein ist alles? Genau. Die Stimmung ist einfach toll, ja. Das ganze Ambiente. Erstes Mal beim Business Run? Dritte Mal. Zweite Mal. Und als Routiniers, wie habt ihr euch heuer darauf vorbereitet? Was ist der Geheimtipp? Was ist der Löwenschmäh? Ich leider zu wenig und der Sebastian dafür umso mehr. Genau, wir gleichen uns aus. Wir helfen zusammen und gleichen die Zeiten gegenseitig aus. Was hast du gemacht, Sebastian? Trainiert, trainiert, trainiert. Das Wichtigste ist einfach, dass man bis zum Schluss durchhält und sich nachher gefreut, dass man es geschafft hat und dann gescheit reinhaut beim Essen und beim Trinken. Stimmt allerdings, ja.